Die nächste Hoaniphon, die wir heute anstimmen, ruft nach Heilung. Nach Heilung in einem sehr umfassenden, man kann sagen, universalen Sinn. Höchst politisch ist dieser Sinn. Heilung aller Risse, die durch die Menschheit gehen. Und so greift diese Antiphon in ganz viele biblische Kontexte zurück. Einen sozusagen den Uranstoß haben wir eben gehört aus dem Propheten Haggai. Eine kleine Ungenauigkeit in der Übersetzung, weil im Vers 8 nicht nur von der Herrlichkeit und den Gaben die Rede ist, sondern von dem Sehnen. Jene Sehnsucht nach Heilung, die im Volk Gottes wachgehalten wurde, die sich aber auf alle Völker erstreckt. Hier wird der Tempel wieder aufgebaut, die Heilung nach Vertreibung, die Heilung nach Heimatlosigkeit. Die Herrlichkeit des Ortes, an dem Gott seinen Namen wohnen lässt, soll wiederhergestellt werden. Und die fremden Völker, die dorthin pilgern, sie werden tributpflichtig. Viel weiter führt uns dieses Sehnsuchtslied heute auf Christus hin. Da werden keine Völker mehr tributpflichtig gemacht, sondern das je eigene, das sie haben, findet in ihm die Erfüllung. So dürfen wir heute singen: O Rex Gensi, du König der Völker, du bist ihre wahre Sehnsucht. All das, was Völker wirken, schaffen, wonach sie sich ausstrecken, hat kein anderes Ziel als ihn. Denn er ist es, der die Grenzen nicht billig unter den Teppich kehrt und verwischt, sondern der das je eigene so rettet in sein Licht, dass es allen zum Segen wird. Dass Frieden und Einheit unter den Menschen entsteht. Bis hinein, tief in den Epheserbrief, greift der Text der Hoaniphon zurück, wenn er die Selbstaussage Jesu als Eckstein aus dem Evangelium aufgreift, der den ganzen Bau der Menschheit zusammenhält, den Bau im neuen Tempel Gottes, in seiner Kirche. Seiner Kirche, die Platz bietet für alle Völker, die das je eigene bewahrt und es doch eint und heilt, weil sich alles ausstreckt nach ihm. Er ist der Grund der Einheit. Er die Einheit und der Friede selber, durch sein Wort, das so verschieden spricht und doch die Menschen zusammenruft. Sein Wort, das unser Leben, die Verletzungen der Völker heilen kann. Nicht nur aufgrund vieler aktueller politischer Kontexte können wir uns dieses Sehnsuchtslied so sehr zu eigen machen. Man nehme einen beliebigen Konflikt. Man denke, wenn die Konfliktparteien, ihre Anführer, ein wenig auf das Evangelium hören, wie könnten sie zueinander? Wie könnte das Leben anders sein? Wie könnte das Blutvergießen aufhören? O König der Völker, ihre Sehnsucht, komm. Love.